Ich will echt vorsichtig sein. Grant, deine Freunde sind seltsam. Wenn du mich als dein Freund mit einem zählst, oberseltsam. Du weißt, dass die Nachricht automatisch geblockt wird, oder? Versuch's erst gar nicht. Bitte. Ach, das wird bei dir auch angezeigt? Oh, wusste ich nicht. Ach so, oder meinst du, weil das im Stream nicht angezeigt wurde? Egal. Ach so, ja, ich kann jetzt im Sommer in Deutschlandräume gehen. Das ist ein Sommer in Deutschlandraum. Das heißt, viel zu heiß, ätzend und stickig. Wenn du meinst. Man sagt, dass ich ein Popo bin und die Nari nicht angeht. Hä, aber wo ist dann Nana? Unlustiger Eisdance-Referenz. Check. Böse Wörter. Ja, gib niemals Zitat böse Wörter bei Google ein. Sonst kommt die Polizei in dein Haus. Die macht dann mit ihrer Waffe den Tingos Krakakakakumkum. Ich habe keine Ahnung, wie das actually geht. Ah, ja, ich weiß, danke. Oh, super Müslis habe ich nicht. Ich gebe mich mit normalem Müslis. Oh, hier ist ein gewollter Bombjump. Das ist auch mal selten, dass ein Metroid-Spielen geworden, wobei in den Prime-Spielen war das, aber da konnte man auch nicht unendlich Bomb-Jumpen. Nein, ich sorge am Ende meines Lebens verstanden mit Sneeko. Glaub nicht. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Das ist das Problem. Aber den Tank haben wir. Und mit wir meine ich ich. Ach ja, an das Upgrade komme ich gar nicht ran. Gott verdammt, ich sag das doch. Sonic wäre scheiße. Also das meinst du. Ja gut, Sonic ist scheiße. Das habe ich verstanden. Was Sonic ist scheiße in Smash. Habe ich recht. Nicht nur in Smash, auch seine Spieler sind scheiße, aber egal. Ich gehe dann Sonic ein Continue. Ja. Ach so, das meinst du. Ja, gut. Okay. Ah, jetzt, now it makes sense to me. Hier ist noch eine weitere Mettwurst. Aber an die kommt man erst mit dem Springball ran. Ja, Springball ist ein äußerst mächtiges Power-Upgrade. Darf ich dir später einen Song namens Rage Ride anmachen? Nein!
Oh nein. Ich weiß, was das für ein Raum ist. Ich weiß, was das für ein Raum ist. Ich weiß, was das für ein... Ich weiß, was das für ein Raum ist. Hier gibt es die Fuckteile, die absolut niemand mag. So wie Sonic. Du bist böse. Bös pompös, könnte man sagen. Grandios. Insekten. Insekten. Ach so, nicht Insekten. Hier ist übrigens auch eine Mettwurst. Fantastische Musik. Es ist so super, dass hier extra keine Kampfmusik für das Metroid gibt. Sondern einfach für die weitere schöne Lower Norfair Remix Metroid Prime Version hören. Ich liebe dieses Spiel. Meine Alpha Metroid sind ja wirklich keine Bosse. Mehr. Was? Also, ich habe heute einem Mädchen in meiner Klasse gesagt, dass ihre Nerven so toll ist. Und dann so, lächelt. Okay. Wie darf ich dann vor dem stellen? Yo, Digga! Küchenfrau! Deine Frisur ist gut. Okay, das war zu viel Sexismus für heute. Frauen sind auch Lebewesen. Keine Ahnung, was das für eine Reaktion war. Ich auch nicht. Oh, ich weiß, was man, die Teile kann man erst später mit einem bestimmten Upgrade kaputt machen. Na, 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 na. Na, egal. Die letzten zwei Metroids bekommen halt erst später. Nein. Bitte hier und dann das da. Wahrscheinlich so eine Boah, Digga, lass mich bloß in Ruhe Reaktion. Und ja, das Boah, Digga gehört dazu. So, es wird Zeit, unserem ersten Boss, richtigen Boss zu begegnen. Dem Boss Baby. Und ja, ich werde vom Boss Baby Film gesponsert, damit ich das sage. Kebapa. Ja, nach der Schule ist mein Spiel vor, glaube ich, und hatte mal 10 Runden. Holy shit! Dann würde ich dich gleich, dann will ich dich nach dem Stream, will ich nach dem Stream mit dir Smash spielen. Ich mach noch das Gebiet und dann bin ich auch, dann mache ich auch Ende. Da hatte ich irgendwie nur Kombos mit Bowser Jr. gemacht, denn ich hatte Angst vor mir selbst. Bowser Jr. ist ein richtig guter Kombo-Charakter. Damit meine ich, wenn du eine Kombo triffst. An sich ist er eigentlich nämlich relativ... Nee, kein guter Charakter. Im eigentlichen Sinne. Ich mag ihn, aber ich bin generell nur gut mit Charakteren, die viele als schlecht empfinden. Und jetzt kommt ein... eines der
im Fan-Remake schwierigsten Bosse. Hier ist er, super easy. Der droppt uns das nötigste Upgrade von allen, ja? Dieses Upgrade ist so gut, wir werden es tatsächlich dreimal oder so verwenden. Da meine ich, wir werden es eigentlich all die Zeit jedes Mal verwenden, nur Infusion wurde es zusammen mit dem High Jump in ein Item Upgrade gepackt. Kann man eigentlich? Nein, kann man nicht. Tot. Springball. Das ist das Upgrade, das wir für die letzten zwei Metroids brauchen. Und wo die sich befinden, wissen wir ja schon. Jetzt soll ich meine Gegner mit dem Clownkörper fahren, da die Upsmash gemacht. Smash habe ich lange benutzt, um die API zu machen. Smash öfter rausgekommen zum Schluss, sagt der letzte doch den Daumen Smash. Holy. Ja, das ist sehr viel Gesmash. Freitag gibt es auch sehr viel Gesmash. Freitag wird ziemlich super. Ich finde, dieses Spiel sieht irgendwie so aus, als wollen die Entwickler ein 3D-Metroid machen. Und dann dachten die sich. Also es ist wie ein 2D-Metroid aufgebaut, nur halt so dreidimensionale Umgebung, die super aussehen und auch locker in ein eigenes Spiel gekonnt hätten. Samstag baue ich dann mein Partner zusammen, was dann die Folge hat, dass ich stream. Mehr NVN. Wenn du schon Uwu rückwärts schreiben musst, dann musst du auch NMN machen. Und mit umgedreht meine ich rückwärts. Uwu ist nämlich ein Palindrom. Und das musst du jetzt auf Wikipedia nachschlagen. Ja, viel bist bestimmt toll, bis Samstag mit Stream. Was denn? Wollen wir dann Smash Battles machen? Samstag ist nämlich der einzige Tag am Wochenende, wenn ich wirklich Zeit habe. Yes, Smash. Gerne doch. Ich musste eventuell niesen. Und du hast ein verlängertes Wochenende. Das freut mich. Wenn ich Pech habe, habe ich übrigens auch Sonntag Zeit. Wie soll man jetzt hier hochkommen? Fuck! Oh, nach mir, das ist ne... Oh, Moment.
Oh, Moment, da wäre ich auch ohne. Ach, egal. Beim neuen PC musst du mit Metroid Prime 1 durchspielen, danke. Ich bin nicht der größte Fan der Prime-Serie, sage ich immer wieder. Aber gerne doch. Wenn ich meine Capture-Karte habe, würde ich das auch irgendwann streamen. Alpha Metroid. Reicht das? Ja. Lass doch nochmal den Game. Die GameCube-Version hat aber eine scheiß Steuerung. Ist das Problem. Also ich würde mir persönlich die Wii U im Wii U eShop die Version für ein 20 kaufen, aber das Budget von dir reicht wahrscheinlich nicht auch. Ja, ich habe dich gerade als arm Vollidioten hingestellt. Was willst du tun? Dann habe ich noch die letzte Metroid-DNA und dann beende ich den Stream für heute. Das waren ja dann gute 2 Stunden. Mein Budget liegt unter 3 US-Pommes. Entschuldigung, in Amerika heißen die French Fries. Das heißt, das sind französische Pommes. Und in Deutschland kannst du nur holländische Pommes kaufen. Oh, ich dachte damals, dass dieser Gegner, der da im Hintergrund ist, ein Boss wird. Späteren Verlauf aber. Er ist einfach so viel, so cool, wie viel Mühe sie sich einfach nur mit dem Hintergrund gegeben haben und den auch Leben eingehaucht haben. Ich liebe dieses Spiel. Danke, ich bleibe lieber beim Schnitzel. Schnitzel ist auch gut. Lass mich raten, ein Alpha Metroid. Warum sollte man ja auch ein Gamma Metroid hinpacken? Alpha Metroid sind so langweilig. Tot. Also denn, liebe Leutis. Das war's mit dem Strom. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, ich laufe noch eben zurück. Und da beenden wir den Strom. Voll Strom, Bruder. Also dann. Bis zum Stram. Zum nächsten Stram. Nicht mehr der einzige, der letzten 20 Minuten zugeschaut hat, lol. Kann sein. Weil Hack mir ja nie Bescheid sagt, wenn sie weggeht. Voll fies. Also dann. Komm schon, still an, Mann. Denn Zelda turnt dich richtig an. Super Nintendos neuester Hit. Heißt Zelda. Heißt Zelda. Ja, das trifft mich richtig mit. Abend. Voll ominöser Hack. Ich weiß, ich weiß. Also dann. Warb ich mich noch bis zu dieser Statue. Speicher dann bei der nächsten Speicherstation, an der man speichern kann, ab.
und würde erstmal sagen, bis zum nächsten Stream und ach nee, Moment, ich habe es eine Stunde gestreamt. Waren gar keine zwei Stunden. Oh. Ja gut, wir können noch ein bisschen. Nein, ich mache jetzt Ende. Ich hab grad mehr Lust auf Smash wieder. Nee, aber eine Stunde reicht. Wir haben ein Gebiet geschafft, das passt. Und das nächste Gebiet wird eh kurz, also. Ich glaube, da mache ich dann beim nächsten Stream einfach zwei Gebiete. Wobei, nein, wir machen. Ich weiß gar nicht. Für den nächsten Stream brauche ich etwas mehr Zeit für, wenn ich dieses Spiel streame. Ich habe heute nicht so viel Zeit, ich muss noch Dinge abschreiben. Ja, ist gut. Abschreiben? Das klingt bescheuert. Also dann, bis zum nächsten Mal und hier ist mein Pause-Screen. Natürlich mit Chat.